Ich behaupte jetzt einfach mal, wer nicht sucht, der findet. Und vielleicht kennt ihr dieses alte Sprichwort ein bisschen anders, aber ich habe festgestellt, dass man eigentlich mit diesem Klischee aufräumen müsste, weil ich immer wieder feststelle, wenn man irgendwas krampfhaft sucht, man wird es nicht finden. Und auch wenn ich shoppen gehe und ich suche unbedingt eine Jacke, werde ich nie eine Jacke finden, also seltenst. Und man muss einfach so ein bisschen sich auf was einstimmen und gewisse Signale senden und dann wird es zu einem kommen, aber eben nicht, wenn man danach sucht in dem Moment. Also als Beispiel, ich gehe öfter spazieren und da entdecke ich immer ganz tolle Sachen. Ja, manchmal sind schöne Blumen, manchmal Schmetterlinge und ich liebe auch schöne Steine. Ich finde auch immer zufällig Versteinerungen und da war wieder ein Tag, da gucke ich einfach plötzlich instinktiv auf den Boden und ich sehe eine wunderschöne Versteinerung direkt vor mir liegen und ich freue mich, ich heb sie auf und ich laufe ein paar Meter weiter und dann gucke ich plötzlich instinktiv auf die andere Seite. Und da liegt nochmal eine Versteinerung. Und ich dachte mir schon, wow, ich bin da in einer Mine voller Versteinerungen gelandet. Und habe mich total gefreut. Und ich habe dann wirklich gesucht, ach, da sind bestimmt noch mehr, wenn du die schon zufällig triffst. Aber dann habe ich keine mehr gefunden. Und dann wusste ich, ah, okay, es war jetzt halt einfach so instinktiv, ja, dass ich darauf gepolt war und es dann gefunden habe. Und am nächsten Tag war ich wieder spazieren und habe das mit den Versteinerungen schon wieder total vergessen gehabt. Plötzlich gucke ich wieder auf den Boden und da war ein total unscheinbarer Stein, der verschlossen war. Also ich zeige euch den sogar mal hier. Und zwar, das ist ein Stein und der hat in der Mitte so einen Schlitz, also der ist auseinandergebrochen schon, aber der steckte so in einem in der Erde. Und fragt mich nicht warum, also es ist wirklich, es ist einfach nur ein Stein. Ich habe den gesehen und ich musste den öffnen und ich habe den aus der Erde gezogen, habe ihn geöffnet und da war wieder so eine kleine, etwas hell. Vielleicht kann man es ein bisschen erkennen, so eine kleine Versteinerung innen drin. Also wirklich eine kleine Muschel einfach nur, oder eine kleine Schnecke besser gesagt. Und ich habe aber genau meinen Blick, also mein Blick ist genau auf diesen einen Stein gefallen und da war wirklich dann eine Versteinerung drin. Und ich dachte mir dann auch wieder, das gibt's doch nicht. Hab dann angefangen, außenrum hier die Steine aus dem Boden zu ziehen und aufzumachen, um zu sehen, ob da noch mehr Versteinerungen sind. Und ich habe aber nichts mehr gefunden. Also da war auch wieder mein Instinkt, der einfach gesagt hat, hier ist was. Und es ist ein total banales Beispiel, aber so können wir unser Unterbewusstsein auf Dinge holen, die wir mit unseren normalen Augen überhaupt nicht sehen können und die wir auch gar nicht wissen können, also so vom Verstand her. Und ich habe das auch öfter so, zum Beispiel im Wald, wenn ich jetzt eine bestimmte Pilzart sehe, dann sehe ich plötzlich nur noch diese Pilze überall wachsen, ja, weil ich mich da so drauf fokussiert habe. Und dann denke ich mir auch, ja, bin ich denn verrückt? Also überall jetzt diese Pilze. Und weil ich auch schon mal spaßeshalber zu meinem Papa gesagt habe, bei so einem Spaziergang, Mensch, ich werde jetzt einfach mal zu Hause, oder wenn wir zu Hause sind, so ein paar Geldscheine auf den Boden legen und mich dann darauf konditionieren. Vielleicht finde ich dann ja auch Geld überall. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee, das mal auszuprobieren. Vielleicht hilft das ja auch oder vielleicht funktioniert das ja auch. Mir ging es jetzt allerdings wirklich darum, euch da die kleine Message zu übermitteln, dass wir manchmal finden, wenn wir nicht suchen. Und genauso ist es ja auch bei Partnerschaften, ja, wenn wir verbissen irgendwo hingehen, weil wir denken, vielleicht treffen wir ja unseren Traummann oder Traumfrau. Werdet ihr alle
bestätigen können, dass es dann wirklich nicht der Fall ist und dass es immer dann passiert, wenn man nicht daran denkt oder damit rechnet. Und ja, wichtig ist einfach nur, sich darauf zu polen und einzustimmen, die richtigen Signale zu senden, und dann kommt auch alles zu einem, was zu einem kommen soll. Und wenn es nur so kleine Versteinerungen sind. Schade, dass man das nicht besser erkennt, aber dies. Ja. Nichts Besonderes, aber durch die Geschichte ist was Besonderes für mich geworden. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich wie immer auf eure Kommentare, auf eure Likes, auf eure Nachrichten und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Video.